Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser weiteren Einheit, zur sechsten Einheit meiner Einleitung in das Neue Testament. Wir beschäftigen uns heute mit der Apostelgeschichte des Lukas. Es ist vieles zu beachten, was auch schon im Zusammenhang mit dem Lukas-Evangelium genannt wurde, gesagt wurde. Die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium sind offensichtlich vom gleichen Autor geschrieben worden. Und von daher hängt auch die Frage der Datierung miteinander zusammen. Das Lukas-Evangelium ist vor der Apostelgeschichte geschrieben worden, kann also nicht nachher geschrieben worden sein. Also muss man es auch vorher datieren. Das ist logisch. Die Apostelgeschichte setzt das Lukas-Evangelium voraus. Ich verweise an dieser Stelle nochmals auf das Buch Einleitend das Neue Testament, das im Februar erscheinen soll, Februar 2024. Mit dieser Einheit schließen wir dann die erste Hälfte der Einleitung. Hälfte ist nicht gleichmäßig, aber doch den ersten Teil. Und etwas später möchte ich dann noch die restlichen Lektionen aufzeichnen und auch zur Verfügung stellen. Da geht es dann um die neutestamentlichen Briefe und um die Johannes-Offenbarung. Jetzt erstmal zur letzten Lektion der ersten Hälfte mit der Apostelgeschichte. Als Schlüsselvers können wir uns hier relativ einfach entscheiden für Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, dann erscheint im Griechischen ein Genitivus Absolutus. Das heißt, es ist hier nicht ausdrücklich von der Kraft des Heiligen Geistes die Rede, wie zum Teil in den Übersetzungen. Das heißt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Kraft heißt Dynamis, das ist eine innere Kraft, das gleiche wie Exousia, gleich Vollmacht. Hier ist also von einer inneren Kraft die Rede. Es ist natürlich die Kraft, die der Heilige Geist vermittelt. Die Jünger sollen Menschen nicht selbst überzeugen, das wird der Heilige Geist tun, wie Jesus verheißen hat, zum Beispiel in Johannes 16, Vers 8. Der Heilige Geist wird sie überzeugen von ihren Sünden, aber die Jünger sollen das Wort Gottes bezeugen. Das ist der wichtige Punkt, und zwar von Jerusalem über ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Entsprechend ist auch die Apostelgeschichte aufgebaut. Man könnte zwar meinen, sie sei aufgebaut anhand von zwei Persönlichkeiten, das sind Petrus und Paulus. In den ersten zwölf Kapiteln, da geht es weitgehend um Petrus und was er verkündigt hat, aber nicht nur um Petrus. Und dann um Paulus, seine Mission, aber schlussendlich geht es weder um Petrus noch um Paulus, sondern um das Werk des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist vollbracht hat durch die Apostel und wie. Es geht vor allem um die Frage, wie das Evangelium ausgeweitet worden ist von Jerusalem aus, über Judäa und Samaria, und zwar nicht ganz bis ans Ende der Erde, aber bis zur römischen Hauptstadt, also bis nach Rom, der Hauptstadt des Römischen Reiches. Spanien, beziehungsweise eine Insel bei Spanien, wurde damals zum Teil als Ende der Erde betrachtet. Paulus wollte ja nach Spanien gehen, ist möglicherweise auch noch bis nach Spanien gelangt, wahrscheinlich nicht so lange. Er sagt, schreibt im Römer 15 ab Vers 19, dass er das Evangelium verkündigt hat von Jerusalem an. Paulus hat zuerst in Damaskus verkündigt, gleichwohl sagt er von Jerusalem an, und zwar von da an, wo Jesus für die Menschheit gestorben ist. Jesus, der Knecht Gottes, in dessen Auftrag Paulus den Dienst vollzieht, und zwar im Sinn von Jesaja, unter anderem Jesaja 61, Vers 6 oder Jesaja 6 und
60, Vers 24 und da im Kontext, was Paulus ja zum Beispiel in Römer 15, 15 nicht zwar direkt zitiert, aber woran er sich anlehnt. Also es geht um die Ausweitung des Evangeliums in der Mission und entsprechend ist die Apostelgeschichte aufgebaut. Zuerst haben wir mal die Situation der Urgemeinde bis zur Hinrichtung des Stephanus und die anschließende Verfolgung. Dann kommt das Evangelium nach Samaria, nach Caesarea Maritima und bis nach Syrien, Syria, bis in die Hauptstadt der syrischen Provinz Antiochia, Amorontes. Und es kommt zur Bekehrung des Paulus bzw. zur Hinwendung zu Jesus Christus, dass Paulus sich Jesus Christus zuwendet und dann nach Tarsus kommt, etwas später, und von dort aus wird er von Barnabas geholt und sie arbeiten ein Jahr lang zusammen in der Gemeinde in Antiochia am Orontes, also in Syrien. Dann haben wir zuerst die Missionsreisen, die erste Missionsreise, die zweite Missionsreise, die dritte Missionsreise, dann Paulus in Jerusalem, die Verhaftung des Paulus. Paulus bleibt wohl rund etwa zweieinhalb Jahre in Caesarea gefangen und wird dann im Herbst, sehr wahrscheinlich im Herbst 59, verschifft und soll dann nach Rom kommen, wobei er dann erst später, wenige Monate später nach Rom kommt, sehr wahrscheinlich etwa im Februar 60 nach Christus. Dort endet auch die Apostelgeschichte mit der zweijährigen Gefangenschaft in einer Mietwohnung, wo Paulus ungehindert das Evangelium verkündigen konnte. Diese 2 Jahre sind offenbar vorbei. Was weitergeht, das ist die Frage. Dieser Schluss hängt auch eng mit der Frage der Datierung zusammen. Die Überschriften sind ähnlich wie in den Evangelien. Allerdings heißt es jetzt Praxeis. Praxeis ist die Pluralform von Praxis. Praxis heißt genau genommen die Tätigkeit. Das sind also die Tätigkeiten. Dann heißt es Praxeis Apostolon, die Tätigkeiten der Apostel, oder Praxis Apostolon, Codex D, die Tätigkeit der Apostel, und spätere Minuskeln fügen ein Luca Evangelistu, Praxeis und so weiter. Das heißt, Lukas, des Evangelisten, die Taten der heiligen Apostel. Das sind die Überschriften, das sind also Tätigkeiten der Apostel. Genau genommen geht es ja um das Wirken des Heiligen Geistes, unter anderem durch die Apostel. Kurz ein paar Bilder zur Altstadt von Jerusalem, zum Tempelberg. Jesus traf sich mit seinen Jüngern zum letzten Mal, möglicherweise hier im Südwesten des antiken Jerusalems, in der Altstadtmauer von heute. Das ist das armenische Viertel, möglicherweise dort bei den Essenern, in der Nähe vom Essener-Tor. Und in diesem Obersaal haben sich möglicherweise auch die Christen dann nachher, nach der Himmelfahrt Jesu, getroffen. Rainer Riesner geht ziemlich ausführlich in seinen, oder recht ausführlich in seinen Studien darauf ein. Es ist möglich, dass die Christen sich auch da getroffen haben. Wir lesen Apostelgeschichte 1 von 120, die sich versammelt hatten. Und verkündigt wurde das Evangelium auch wiederholt auf dem Tempelberg. Griechisch müssen wir neutestamentlich unterscheiden zwischen Tempelberg und Tempelhaus. Naos heißt Tempelhaus. Toieron, eigentlich das Heiligtum, bezeichnet den ganzen Tempelberg. Leider wird das oft durch die Übersetzungen nicht sichtbar, dass es diesen Unterschied gibt. In Apostelgeschichte 2 lesen wir von Johannes und Petrus, dass sie zum Tempel kamen. Und bevor sie in den Tempelberg hineingingen, ich sage jetzt bewusst hineingehen, weil sie waren offensichtlich oben auf der Stufe,
vor der Eingangsmauer und vor dem Eingangstor. Dieses Tor wird in Apostelgeschichte 3 als das schöne Tor genannt. Dort war ein Gelähmter und den haben sie geheilt im Namen Jesu. Später hat man dieses Tor mit dem goldenen Tor verwechselt. Daher kommt der Name Goldenes Tor. Das geht auf eine lateinische Verwechslung zurück. Auf Hebräisch heißt das goldene Tor im Osten vom Tempelberg, das ja heute zugemauert ist, Sha'ar Rachamim, das heißt Tor der Erbarmungen. Durch dieses Tor durften nach Hesekiel nur wenige Priester an bestimmten Tagen gehen. Also das allgemeine Volk durfte gar nicht durch das Tor gehen. Und der Gelähmte war mit Sicherheit nicht dort und er war mit Sicherheit auch nicht innerhalb des Tempelberges. Er war außen, denn die Jünger gingen erst anschließend in den Tempelberg hinein, also innerhalb des Tempelbezirkes, kann man auch sagen, gingen sie erst anschließend hinein. Dieser Gelähmte muss auf der Südseite des Tempelbergs gewesen sein, hier im Osten. Da ging man im Osten hinauf auf der Südseite. Die breite Treppe sieht man bis heute dort und in der Mitte ging man dann hinaus. Also es sei denn, dass jemand den Vater oder die Mutter verloren hatte oder jemand aus der Synagoge ausgeschieden war, verbannt war, dann ging er entgegen, in die entgegengesetzte Richtung, damit man ihm Segenswünsche zusprechen konnte. Aber dort oberhalb dieser Treppe gab es einen Platz und da muss der Gelähmte gewesen sein, den Johannes und vor allem Petrus hier im Namen des Jesu geheilt haben. Es gab ja dann eine große Geschichte daraus. Wir sehen hier den Robinson-Bogen, das war auch einer der Eingänge. Und nach Hesekiel 40 bis 48 sollen diejenigen, die vom Norden kommen, zum Süden hinausgehen und die vom Süden kommen, sollen zum Norden hinausgehen. Die Treppe, die wir erwähnt haben oder die ich erwähnt habe, die befindet sich hier auf der Südseite. Hier auf der Südseite des Tempelbezirks befanden sich die königlichen Säulenhallen. Josephus spricht von 126 Säulen und es brauchte drei erwachsene Männer, um eine Säule zu umspannen mit den Armen. Also riesige Säulen, eine riesige Säulenhalle. Dort hier auf dieser Ecke steht heute die Al-Aqsa-Moschee. Und hier an dieser Seite sieht man noch die Überreste bis heute, die Überreste vom Robinson-Bogen. Und unten liegen dann die riesigen Steine heute, die die Römer dort abgeschmissen haben. Und daneben befanden sich die Zellen, Zimmer für die Geldwechsler. Also man hat, Jesus hat den Tempel gereinigt sicher und die Tiere vertrieben sicher hier oben, den königlichen Hallen in dieser Gegend. Aber hier unten wurde Geld gewechselt und es sind da viele Münzen gefunden worden. Nochmals die Übersicht vom Osten her, also etwa vom Ölberg her. Hier haben wir das Goldene Tor, hier haben links die königlichen Säulenhallen auf der Südseite des Tempelberges, dann das Tempelhaus mit den Vorhöfen. Ja, und dahinter die Altstadt. Das ist das Modell, das wir heute anschauen können, neben dem Israel-Museum in Jerusalem. Die altkirchliche Bezeugung der Apostelgeschichte, wir haben das Ganze schon besprochen im Zusammenhang mit der Einführung in das Lukas-Evangelium. Ich wiederhole kurz, der erste Clemensbrief setzt offensichtlich an einigen Stellen die Apostelgeschichte voraus, wie er zum Beispiel auch den Hebräerbrief deutlich voraussetzt. Der erste Clemensbrief wird allgemein um 96 nach Christus datiert. Das heißt, die Apostelgeschichte muss sicher früher geschrieben worden sein.
Wie viel früher, das überlegen wir dann noch. Irenäus verweist auf Lukas, der von Paulus unzertrennlich gewesen sei und sein Mitarbeiter am Evangelium gewesen sei, der mit Paulus verkündigt habe und von ihm geliebt genannt werde. Clemens Alexandrinus, Tertullian und Origenes verweisen ebenfalls auf diesen Lukas als Mitarbeiter des Apostels Paulus. Argumente gegen Lukas als Verfasser der Apostelgeschichte, das heißt gegen den Paulusbegleiter Lukas. Es wird dann betont, zum Beispiel von Lose, der Verfasser kenne weder die Theologie noch die Briefe des Apostels Paulus. Ein Argument, das wiederholt genannt wird. Nun möchte ich aber zuerst mal antworten, die Apostelgeschichte wird oft um 95 nach Christus datiert und gleichwohl wird angenommen, dass der Autor weder die Theologie noch die Briefe des Apostels kenne. Das ist aus meiner Sicht historisch überhaupt völlig unwahrscheinlich, ausgeschlossen. Wenn man hier ein bisschen historisch überlegt, dann muss man doch sagen, dass jemand um 95 nach Christus, der so zentral über Paulus schreibt, mit Sicherheit die Briefe des Apostels beachtet hätte. Und wir hätten verschiedene Anlehnungen an diese Briefe. Es wären, wenn jemand so getan hätte, als wäre ein Begleiter des Paulus gewesen und so spät geschrieben hätte, hätte auf jeden Fall die Briefe des Apostels auch mehr berücksichtigt, wie auch immer. Michel Städte, eine Doktorarbeit, und zwar im Bereich der Geschichte, nicht der Theologie, geschrieben hat über die Datierung des lukanischen Doppelwerkes. Er schreibt, zweifelsohne kennt Lukas die paulinische Theologie, doch ihre wichtigsten Elemente wie die Rechtfertigungslehre und die Theologia Crucis spielen in seinem Werk keine tragende Rolle wie in den Paulusbriefen. Das ist zum einen in den unterschiedlichen Konzeptionen beider Schriftgruppen begründet. Dabei muss aber noch beachtet werden, dass Paulus in seinen Briefen weitgehend nicht auf die Rechtfertigungslehre eingeht. Es geht zentral darum, um die Rechtfertigungslehre im Galaterbrief, ganz am Anfang seiner Missionsarbeit, so datiere ich den Galaterbrief, mit vielen Argumenten, wie wir später sehen werden, so Gott will. Die Rechtfertigungslehre spielt dann im Römerbrief aufgrund seiner Missionstheologie noch eine starke Rolle. Aber sonst ist sie nicht so zentral in den Paulusbriefen, je nach Kontext. Andererseits sehen wir, dass Paulus die Rechtfertigung, wie er sie im Galaterbrief zum Beispiel betont, auch gerade in Südgalatien auf der ersten Missionsreise betont, in der Apostelgeschichte Kapitel 13. Also dort haben wir auch sehr deutliche Parallelen. In der Miletrede in Apostelgeschichte 20 finden wir viele Parallelen zum Römerbrief. Und die Miletrede ist auch wenige kurze Zeit nach der Abfassung des Römerbriefes gehalten worden, so mit Sicherheit. Lukas war ein Begleiter des Paulus, davon müssen wir ausgehen. Der Wir-Bericht zeugt dafür, immer da, wo Lukas im Wir berichtet, da war er anwesend und er hat es nicht nötig, sich an die Briefe des Paulus anzulehnen. Er schreibt früh als Augenzeuge und darum finden wir keine Anlehnungen an die Paulusbriefe. Das hatte Lukas gar nicht nötig. Und er will nicht irgendeine Theologie von Paulus verfassen, er will auch nicht eine eigene Theologie verfassen, sondern er berichtet, was durch den Geist geworden ist, aus den Aposteln, aus der Mission. Er sagt ganz klar am Anfang seines Lukas-Evangeliums, seiner Apostelgeschichte, dass er im ersten Bericht, Protos Logos, geschrieben hat, was Jesus gesagt und getan hat. Und nun geht es darum, was der Auferstandene durch seinen Geist getan hat.
Roloff meint, Lukas unterlaufen gerade bei zentralen Punkten der Geschichte des Paulus, wie der Vergleich mit den authentischen Briefen erweist. Warum authentische Briefe? Dazu muss gesagt werden, dass sehr oft nur 7 der 13 neutestamentlichen Paulusbriefe als echt, also als authentisch betrachtet werden, und auf diese bezieht sich Roloff. Das schwerwiegende Fehler unterlaufen dem Lukas anscheinend, so berichtet er von 3 Besuchen des Apostels nach seiner Berufung, also Bekehrung etwa, in Jerusalem, während Paulus selbst im Galaterbrief ausdrücklich betont, er sei zwischen seinem ersten Jerusalem-Besuch und der Romreise Reise zum Apostelkonzil nicht mehr in Jerusalem gewesen. Dazu muss Folgendes beachtet werden. Der Galaterbrief ist offensichtlich vor dem Apostelkonzil geschrieben worden. Das Apostelkonzil fand im Jahr 49, sehr wahrscheinlich im Jahr 49 nach Christus statt. Der Galaterbrief muss kurz vorher geschrieben worden sein. Paulus bezieht sich noch nicht auf das Ergebnis des Apostelkonzils im Galaterbrief. Er kann das auch nicht. Er ist ganz kurz vorher in Galatien gewesen, wie in Kapitel 1 ab Vers 6 schreibt, und hat dort das Evangelium verkündigt. Der Galaterbrief bezieht sich auf die Gemeinden in Südgalatien. Also, und Paulus erwähnt dann in Galater 2, Vers 1, dass er 14 Jahre wohl nach seiner Hinwendung zu Jesus wieder nach Jerusalem gekommen ist. Er war 3 Jahre in Arabien, dann war ein wohl 10 Jahre etwa in Tarsus, dann ein Jahr in Antiochia, und nach 14 Jahren kam er also wieder nach Jerusalem, und nicht einmal Titus wurde gezwungen, als Heidenchrist sich beschneiden zu lassen. Dann anschließend nach diesem Jerusalem-Besuch kommt Paulus nach Antiochia am Orontes zurück. Petrus kommt und andere kommen von Jerusalem, und dann kommen Leute von Jerusalem und sagen, Jakobus, das gemeint ist der Herrenbruder Jakobus, hat uns zu euch geschickt, dass ihr nicht mit den Heiden Christen zusammen essen sollt, wenn sie nicht beschnitten sind, wenn sie nicht die jüdischen Reinheitsvorschriften, ich sage es mit eigenen Worten, wenn sie nicht die jüdischen Reinheitsvorschriften halten. Und selbst Petrus, so Paulus, ließ sich verführen, nicht mit den Heidenchristen mehr zusammen zu essen, obwohl er ja vorher im Haus des Cornelius von Caesarea gewesen war. Aber in diesem Moment hat er Jakobus offenbar so respektiert, und weil diese Leute sagten, wir kommen im Namen des Jakobus, hat auch er nicht mehr mit den Heidenchristen zusammen gegessen, und dieses Problem führte erst zum Apostelkonzil. So lesen wir Apostelgeschichte 15, Vers 1 und 2 und Vers 24, und Jakobus sagt dann, nach dem Apostelkonzil schreibt er, wir haben sie nicht gesandt. Sie sind also zu Unrecht im Namen des Jakobus gekommen. Jakobus hat sie nicht gesandt, und Petrus, er greift dann das Wort am Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 von 7 bis 11 nachzulesen. Und was Petrus hier sagt, ist genau das, was Paulus in Galater 15, 16 zu Petrus gesagt hatte in Antiochia. Petrus hat also Paulus absolut verstanden und gibt Paulus hier treffend weiter. Nur durch Gnade werden auch wir als Juden gerecht durch Christus. Nicht durch Gesetzeswerke, sage ich mit den Worten des Paulus. Und auch die Heiden werden nur durch Gnade gerecht, ohne Beschneidung. Das hat Paulus, also zuerst mal dem Petrus gesagt, und Petrus hat das verstanden. Der Wir-Bericht bezeugt dafür, dass Lukas anwesend ist, und zwar zum ersten Mal in Troas. Abgesehen von Codex D, auf den ich noch zu sprechen komme, tritt dieser Wir-Bericht zum ersten Mal in Troas, in Alexandria Troas ein. Auf der zweiten Missionsreise endet dann Philippi und steigt dort, das war im Frühjahr 50 nach Christus wohl, und steigt dort wieder ein im Frühjahr 57 nach Christus. Also
7 Jahre später steigt dieser Wir-Bericht wieder ein und endet dann in Israel, Jerusalem, und steigt dann wieder ein am Anfang von Apostelgeschichte 27 auf der Fahrt nach Rom und endet also in Rom. Das passt sehr gut zu den Paulusbriefen, denn steht im keinerlei Widerspruch zu den Paulusbriefen, wo Paulus Lukas nennt, passt sehr gut zu diesem Wir-Bericht, wenn wir davon ausgehen, dass Lukas jeweils dabei war. Argumente für Lukas als Apostel, als Verfasser der Apostelgeschichte. Die Anmerkungen zum Lukas-Evangelium wurden genannt. Die Datierung spricht für einen Reisebegleiter. Ich verweise dann nochmals auf Adolf von Harnack, der sich sehr intensiv mit der Apostelgeschichte und mit der Frage der Datierung beschäftigt hat. Und er sagt, 35 Jahre lang hat er das gemacht, vor 100 Jahren ein sehr liberaler Theologe. Und er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Apostelgeschichte auch da abgeschlossen worden sein muss, wo sie endet. Das heißt, Lukas hat die Apostelgeschichte am Ende der zweijährigen Gefangenschaft des Paulus abgeschlossen. Im Philipperbrief, der um diese Zeit geschrieben wurde, mit Sicherheit, lesen wir, dass Paulus Epaphroditus zurückschickt mit Timotheus zusammen. Sie haben damals den Philipperbrief mitgenommen und haben sehr wahrscheinlich auch die Apostelgeschichte des Lukas dem Theophilus gebracht, der ja möglicherweise aus Philippi stammt, den Lukas möglicherweise dort kennengelernt hat. Die Reden und die Zitate der Apostelgeschichte bezeugen die Zuverlässigkeit der Überlieferung, wenn man genauer hinschaut, wenn man nicht zu stark, zu schnell einfach theologisch, ideologisch versucht, diese Aussagen eine gewisse Richtung zu pressen. Ich habe mich sehr intensiv mit der Stephanusrede beschäftigt in meiner Doktorarbeit und ich habe später noch einen längeren Aufsatz publiziert, nochmal einiges erweitert. Und wir sehen hier, dass die Stephanusrede wirklich von einem Diaspora-Juden hier gehalten sein muss. Es spricht auf jeden Fall sehr viel dafür, und zwar von einem Diaspora-Juden, der fließend Griechisch sprach, der die Septuaginta zitierte, der aber auch die hebräische Bibel kannte. Es gibt einige Hinweise darauf, dass der Autor der Stephanusrede die hebräische Bibel kannte. Er korrigiert gewissermaßen die Septuaginta anhand der hebräischen Bibel, mindestens an etwa 3 Stellen. Auch die anderen Reden sprechen sehr stark für die Zuverlässigkeit. Ich habe darüber auf meinem YouTube-Kanal einige Videoaufzeichnungen hochgeladen, wo man das nachhören kann, über die Reden des Paulus und über die Reden des Petrus in der Apostelgeschichte. Auch die Unabhängigkeit von den Paulusbriefen spricht für eine Frühdatierung. Es erscheint wiederholt der Ausdruck Männer, Brüder, das ist ganz typisch jüdisch, spricht auch für eine frühe Abfassung mit Bezug zum jüdischen Kontext. Alexander Schick, ein Historiker, der sich intensiver mit der Apostelgeschichte und dann beschäftigt hat im historischen Kontext. Er ist nicht Theologe, sondern Historiker. Und er geht auf das Lokalkolorit in der Apostelgeschichte des Lukas im Vergleich zu den apokryphen Apostelgeschichten ein. Und er legt dar, dass Lukas sehr sorgfältig Lokalkolorit aufweist. Das heißt, wenn Lukas Beamten einer Stadt erwähnt mit ihren Titeln, dann steht das im Einklang mit außerbiblischen Belegen und so weiter. Da gibt es manche Beispiele in der Apostelgeschichte, die zeigen, wie sorgfältig Lukas hier mit den historischen Realitäten umgeht. In den apokryphen Akten oder Apostelgeschichten ist das ganz anders.
Nathanael Lüg betont in seiner Dissertation, dass die Apostelgeschichte so gestaltet sei, dass sie mit den Paulusbriefen, Zitat, einen kohärenten Gesamttext bildet, mit dem Zweck, die Rezeption der Paulusbriefe zu steuern. Frage ist erstens, will Lukas tatsächlich eine Paulustheologie darstellen oder will er historisch berichten, was geschehen ist? Und zweitens, wenn er eine Rezeption der Paulusbriefe steuern möchte, warum lehnt er sich dann nicht an die Paulusbriefe an, vor allem wenn er spät schreibt? Das hätte er dann ganz mit Sicherheit getan. Es geht also nicht um eine Rezeption der Paulusbriefe und eine Theologie der Paulusbriefe oder von Paulus, sondern es geht um einen historischen Bericht. Es geht um historische Fakten. Das zeigt schon der Lukas-Prolog und das zeigt der Anfang der Apostelgeschichte. Da heißt Protos Logos. Logos heißt nicht nur Wort oder Rede, sondern heißt auch Bericht. Und zwar zuverlässiger Bericht ist das Gegenteil von Mythos. Logos also in dem Kontext das Gegenteil von Mythos. Und damit sagt Lukas, ich schreibe euch nicht Mythen, sondern ich schreibe euch historische Fakten, wie schon der Lukas-Prolog in Lukas 1, Vers 1 bis 4 deutlich und sehr stark hervorhebt. Die Abfassungszeit. Gründe für eine späte Datierung ist die Zweiquellentheorie. Nochmal, Zweiquellentheorie geht davon aus, dass das Markus-Evangelium zuerst geschrieben worden sei. Man geht von etwa 70 nach Christus aus und daneben die Q, die Quellensammlung, die Sprüche, Sammlung von Sprüchen. Und beide Quellen hätten Matthäus und Lukas verwendet. Und zwar hätten sie das Markus-Evangelium in einer überarbeiteten Version verwendet, also Deutro-Markus. Und so muss es demnach eine gewisse Zeit gegeben haben dazwischen, bis dann diese zwei Evangelien geschrieben worden seien und dann erst auch die Apostelgeschichte. Die Gemeindeverfassung soll gegen Paulus sprechen. Das ist das gleiche Argument gilt dann gegen die Echtheit der sogenannten Pastoralbriefe, also Timotheus und Titus, weil hier anscheinend die Gemeindeverfassung nicht im Einklang steht mit den sogenannten echten Paulusbriefen. Das ist allerdings offensichtlich nicht richtig. Man muss nur genau lesen. Im Philipperbrief 1,1 werden die Aufseher oder, wenn man so will, Gemeindeleiter in der Mehrzahl genannt. Gemeindeleiter, Aufseher sind identisch mit Ältesten im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, in den Paulusbriefen, auch im ersten Clemensbrief, erst bei Ignatius, wird getrennt zwischen dem einen Aufseher, wenn man so will, Bischof, und den Ältesten in der Mehrzahl. 1. Thessalonicher 5,12, ein früher Brief des Paulus. Er betont die Gemeindeleitung in der Mehrzahl. Also da sehen wir schon jeweils, dass es keinen einzigen Bischof an der Spitze gibt, sondern ein Leitungsteam, das als Ältestenrat oder die als Ältesten bezeichnet werden oder eben auch als Aufseher. Nach Rusam steht der, Zitat, der These der Paulus-Begleiterschaft des Lukas vor allem die nicht zu ignorierende unterschiedliche Darstellung der historischen Fakten bei Lukas und Paulus entgegen, sowie der mit Sicherheit vorhandene zeitliche Abstand zwischen den beiden Briefen. Mit Sicherheit vorhandene Abstand, also da müsste man noch eben genauer hinschauen. Die scheinbaren Unterschiede beziehen sich auf den Jerusalem-Besuch oder die Jerusalemer Besuche, die wir schon angesprochen haben. Die theologischen Unterschiede sollen unter anderem darin bestehen, dass Paulus betont, in Galater 2 betont, dass Titus als Heidenchrist nicht beschnitten werden muss, dass er aber andererseits Timotheus beschneidet. Nach Apostelgeschichte 16, das soll ein Widerspruch sein, zu beachten ist, dass Timotheus
Jude war aufgrund seiner Mutter. Und das steht im Einklang mit 1. Korinther 7, ab Vers 17, wo Paulus betont bis 19, bist du zur Beschneidung berufen, dann bleibe dabei. Und bist du nicht zur Beschneidung berufen, so lasse dich nicht beschneiden. Also das heißt, Paulus hat nichts gegen die Beschneidung von Juden, ganz im Gegenteil, aber hat etwas dagegen, dass Heiden beschnitten werden müssen, um echte Christen zu sein. Und er hat Timotheus beschnitten, um nicht ein Anstoß in seiner Verkündigung unter Juden zu sein. Das war sicher ein wichtiges Argument und das steht wiederum im Einklang mit dem 1. Korinther 9, Vers 19 weiter. Den Juden ist Paulus wie ein Jude. Vielleicht nicht ein Jude, obwohl er selbst Jude war, sondern wie ein Jude. Er will kein Anstoß sein in seiner Verkündigung. Adolf von Harnack weist auf den Schluss der Apostelgeschichte hin. Ich habe das bereits erwähnt. Dieser Schluss zeigt, dass die Apostelgeschichte auch da abgeschlossen worden sein, wo sie endet, also etwa im Februar 62 nach Christus, also etwa gleichzeitig zum Philipperbrief. Die Apostelgeschichte ist höchstwahrscheinlich dann mit Timotheus und Epaphroditus mitgenommen nach Philippi zusammen mit dem Philipperbrief und sie ist dann dem Theophilus überreicht worden. Mittelstädt weist darauf hin, dass der Tempel aufgrund von Apostelgeschichte 6, 13, 14 noch stehen muss. Clemens Alexandrinus lehnt sich an die Apostelgeschichte an und setzt sie voraus. Der erste Timotheusbrief zitiert Lukas 10, Vers 7. Also ist mit Sicherheit ein Zitat aus Lukas 10, Vers 7, wird hier als heilige Schrift offensichtlich genannt, neben 5. Mose 25, Vers 4. Michel Stadt schreibt weiter, die Apostelgeschichte indes erweckt den Eindruck, als wäre ihrem Autor alles, was ab 62 geschah, unbekannt. Denn wäre dem nicht so, müsste das vorliegende Werk gerade bei diesem Autor, der nicht nur langjähriger Paulusbegleiter, sondern auch römischer Bürger ist, verwundern. Das Vertrauen in den römischen Staat ist noch ungebrochen, die Stimmung optimistisch. Ja, auch Adolf von Harnack weist darauf hin, dass der Autor nicht kennt, nicht weiß, nicht beschreibt, was nach 62 geschieht. Also muss er da auch abgeschlossen haben. Ein Zitat von Adolf von Harnack. Aber ist hier weiter der Finger darauf zu legen, dass Lukas, der Heidenchrist, der für Heidenchristen schreibt, sich bei seinen Zeitbestimmungen des jüdischen Kalenders bedient, auch sich auf jüdische gottesdienstliche Sitten bezieht und die Vertrautheit mit beiden bei seinen Lesern voraussetzt. Diese paradoxe Tatsache lässt keine andere ungezwungene Erklärung zu, als dass er in einer Zeit schrieb, in der die große Mehrzahl der Heiden, welche Christen wurden, vorher mehr oder weniger gute Beziehungen zur Synagoge gehabt haben. Also vor 70. Abfassungsziel. Morgenthaler weist auf den Lukas-Prolog hin. Er sagt, gäbe es nicht die alte Kirche und so weiter, gäbe es all das nicht, so hätten wir doch den Lukas-Prolog, der belegt, Lukas geht hier als Geschichtsschreiber vor und er, was er vorlegt, ist das Ergebnis umfassender Studien. Und er sagt, was in unseren Tagen geschehen ist, das schreibe ich euch. Und er bezieht sich hier ausdrücklich auf Augenzeugen offensichtlich. Ja, in der Apostelgeschichte lesen wir am Anfang in den ersten Bericht, das heißt von Proton Logon, Logos erscheint hier also für Bericht, das heißt Tatsachenbericht, das Gegenteil von Mythos. Darin habe ich gegeben, lieber Theophilus,
von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, also bei seiner Himmelfahrt, nachdem er den Aposteln, die erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ja, dann folgt Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn, Entschuldigung, hier habe ich nicht ganz treffend übersetzt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, das heißt die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Das ist das Thema, die Ausbreitung des Evangeliums von Jerusalem über Judäa und Samaria in die Mission bis nach Rom. Die Frage ist, ob Lukas auch Paulus verteidigen will durch die Schrift zu Mauerhofer und Schnelle. Mauerhofer war mein Lehrer. Ich bezweifle es, das ist sicher kein Hauptgrund der Abfassung, die Verteidigung des Paulus, denn die Frage ist überhaupt, was ein Theophilus überhaupt für Paulus hätte tun können. Die Reden der Apostelgeschichte werden oft als Mittel zum Zweck verstanden, so schon Dibelius, das heißt, sie sind von Lukas zumindest weitgehend erfunden worden, um seine Theologie zum Ausdruck zu bringen. Und Lukas hat sie seinem Werk angepasst. Also das heißt, man geht zum Teil davon aus, dass Lukas vorliegende Reden angepasst hat, überarbeitet hat. Zum Teil geht man zum Beispiel auch davon aus, dass die ganze Stephanus-Rede von Lukas komponiert worden sei. Man beruft sich dabei auf Thukydides. Wir haben das Zitat von Thukydides angeschaut. Er bekennt in Bezug auf den Peloponnesischen Krieg, dass es ihm nicht möglich war, die Reden alle genau aufzuzeichnen. Und von daher hat er versucht, sie so aufzuzeichnen, wie sie ein jeder gehalten haben kann und wahrscheinlich auch gehalten hat. Thukydides versucht also, die Reden möglichst korrekt wiederzugeben, obwohl er bekennt, dass das ihm gerade nicht möglich ist. Bei Lukas sieht die Sache ganz anders aus. Lukas bekennt, dass er Zugang zu Augenzeugen hatte und er gibt die Zuverlässigkeit weiter. Die Stephanusrede ist ein Beispiel. Solche Reden wurden damals im Gericht aufgezeichnet. Das können wir so in der jüdischen Mishna nachlesen, vor allem Traktat Sanhedrin, wo es um den Hohen Rat geht und um die Gerichtsprozesse. Sehr aufschlussreich in dieser Hinsicht. Und so konnte Lukas dann die Stephanusrede auch sehr wahrscheinlich nachlesen, die Verteidigungsrede. Und er hat sie offensichtlich sorgfältig wiedergegeben. Es spricht vieles dagegen, dass Lukas sie komponiert hat. Polybios betont im 2. Jahrhundert nach vor Christus in Bezug auf die Geschichtsschreibung, dass ihr Spezifikum sei, erstens die tatsächlich gehaltenen Reden, welche Art sie auch sein mögen, und zweitens die Ursache, warum das, was getan und gesagt wurde, fehlschlug oder erfolgreich war, zu erforschen. Auch Aristoteles betont unter anderem seinem Werk Poetik sehr stark, dass die Geschichtsschreiber Fakten zu berichten haben, ob sie spannend sind oder nicht. Sie haben sich an die Fakten zu halten. Ein Poet, der kann fantasieren, aber so nicht der Historiker. Das war also weit verbreitetes Gut. Das war die Überzeugung. Auch der zweite Makkabäerbrief betont das im Kapitel 2, die Erforschung der Geschichte im Einzelnen, die Geschichtsschreiber, sie haben sich an die Vorlagen zu halten, das heißt an die Geschichte. Derjenige, der Geschichte paraphrasiert, der muss zwar nicht alle Einzelheiten aufschreiben, aber auch von ihm gilt grundsätzlich, dass er sich an die Ereignisse zu halten hat. Dann kommen wir noch zu der sogenannten Bekehrung des Paulus und den vermeintlichen Widersprüchen und noch kurz zu den charakteristischen Merkmalen der Apostelgeschichte. Wenn wir die Berichte über die Hinwendung zu Jesus vom Apostel Paulus lesen in der Apostelgeschichte,
dann scheint es Widersprüche zu geben. Wir finden in Apostelgeschichte 9 einen Bericht des Lukas. Wir finden Kapitel 22 eine Verteidigungsrede des Paulus vor dem Hohen Rat in Jerusalem, wo er auf seine Hinwendung zu Jesus eingeht. Und wir finden nachher eine Verteidigung des Apostels vor Festus und König Agrippa II. Apostelgeschichte 26. Und auch dort geht er auf diese Erscheinung des Herrn Jesus ein. Es scheint dort also einen Widerspruch zu geben, wer dann genau die Stimme gehört hat. Dabei ist allerdings zu beachten, dass im griechischen Text das Wort hören mit zwei verschiedenen Fällen verbunden werden kann. Im Deutschen verbinden wir das Wort hören mit dem vierten Fall, mit dem Akkusativ. Ich höre dich. Im Griechischen kann man das Verb aber auch mit dem Genitiv verbinden. Der Unterschied besteht darin, dass wenn das Verb mit dem Akkusativ verbunden ist, dann heißt es, ich höre deine Stimme und ich verstehe sie. Wenn das Verb mit dem Genitiv verbunden ist, heißt es, ich nehme deine Stimme akustisch wahr. In Johannes 10 lesen wir zum Beispiel, dass Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Stimme steht dort im Akkusativ, das heißt, sie hören und verstehen. Ich fasse jetzt kurz zusammen diese verschiedenen Berichte. Wenn wir da genau hinschauen, heißt das, Paulus hat die Stimme gehört und sie verstanden. Seine Begleiter haben die Stimme gehört, die Stimme akustisch wahrgenommen, aber offenbar nicht verstanden. Dann ist noch die Frage, wer hat was gesehen? Es heißt genau genommen in Apostelgeschichte 9, Vers 7. Sie, die Paulus begleiteten, sie sahen niemanden. Das heißt nicht, sie sahen nichts. Niemand steht hier im Maskulinum. Also sie haben keine Person gesehen. Sie haben das Licht zwar gesehen, aber sie haben Jesus nicht gesehen, im Gegensatz zu Paulus. Also auch da gibt es dann keinen Gegenspruch oder keinen Widerspruch. Das heißt also, wenn wir genau hinschauen, dann staunen wir, wie diese Texte sich gegenseitig ergänzen und nicht widersprechen. Die Beschneidung des Timotheus hatte ich vorher genannt. Timotheus wird als Jude beschnitten, was ganz im Einklang mit den Paulusbriefen ist, steht. Auffallend ist, dass der Codex D, das ist ein Codex aus dem 6. Jahrhundert, ziemlich mehr Text hat in der Apostelgeschichte. Er fügt den Wir-Bericht zum Beispiel schon Apostelgeschichte 11, Vers 28 ein. Dort wird ergänzt, es gab aber viel Jubel, als wir aber zusammengekommen waren, sagte einer von ihnen mit Namen Hagabus. Es heißt Hagabus und nicht Agabus im Griechischen. Deswegen hier Hagabus. Demnach war Lukas schon in Antiochia anwesend, nicht erst später in Troas, Alexandria, sondern schon in Antiochia. Es gibt eine altkirchliche Überlieferung, wonach Lukas aus Antiochia am Orontes stammte. Das wird hier offenbar mit berücksichtigt. Und eine Ergänzung haben die späteren Zeugen des Mehrheitstextes, der sogenannte Textus Receptus, bezeugt davon in Apostelgeschichte 8, Vers 27. Demnach heißt es dort, Philippus aber sprach zu ihm, oder er aber sprach zu ihm, zum Kämmerer, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt, nämlich dass er getauft wird. Er aber antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dieses Bekenntnis fehlt in den alten Textzeugen, auch viele Textzeugen des Mehrheitstextes haben ihn nicht, nur spätere Textzeugen. Daraus ist der sogenannte Textus Receptus entstanden. Ja, man muss beachten, dass Lukas nicht alles
aufgeschrieben hat, was besprochen wurde und Lukas einiges als bekannt voraussetzen kann, nämlich dass die Taufe nur dann vollzogen wird, wenn auch die Menschen glauben. In der Apostelgeschichte oder in der Urgemeinde, das wird vorausgesetzt. Es ist kaum wahrscheinlich, dass dieser Text später eingefügt worden ist, dass er später herausgenommen worden ist. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass er später eingefügt worden ist. Aber es war klar für Philippus und für den Kämmerer, was die Voraussetzung für die Taufe ist. Und Lukas, für seine Leser war das auch klar. Er musste das nicht extra erwähnen. Er hat ja eh nur zusammengefasst, was die zwei miteinander besprochen haben. Noch kurz zu den Reisen des Apostels Paulus. Wir sehen hier das Römische Reich in der Antike, wie es ausgebreitet war. Dann das Leben des Apostels, also seine Hinwendung zu Jesus. Hier zuerst unten, Paulus reist nach Damaskus und dann bleibt er 3 Jahre in Damaskus und Arabien. Wo genau er in Arabien war, ob in Petra oder nicht, darüber können wir nur spekulieren. Nach Josephus begann Arabien bei der Festus Machairus. Machairus war noch in Perea, wo Herodes Antipas herrschte. Machairos liegt südlich vom Berg Nebo, also östlich vom Totenmeer. Und auf der Südseite von Machairos, da begann Arabia. Irgendwo hier war Paulus, es ist möglich, dass er noch bis Petra gekommen ist, aber es gibt keinen zwingenden Grund anzunehmen, dass Paulus in Petra war. Eingegangen bin ich darauf in dem Buch von meinem Kollegen und mir, von meinem alttestamentlichen Kollegen und mir auf den biblischen Spuren in Jordanien. Das Buch soll im Laufe des Jahres 2024 erscheinen, vielleicht etwa im März 2024. Paulus kommt dann nach Jerusalem, bleibt 15 Tage in Jerusalem, besucht Petrus oder Petrus besucht ihn. Sie unterhalten sich, so Galater 1. Und Paulus kommt dann nach Tarsus, bleibt dort sehr wahrscheinlich etwa 10 Jahre in der Gegend. Was er gemacht hat, wissen wir nicht genau. Und wird dann von Barnabas geholt. Barnabas war offenbar ein guter Seelsorger, verstand sich damit, Leute zu motivieren, sie mit in den Dienst zu ziehen. Und Barnabas hat ihn dann geholt, den Paulus, bis nach Antiochia am Orontes in Syrien, wo sie ein Jahr, ich sag mal, Gemeindepraktikum gemacht haben, bevor sie in die Mission ausgesandt wurden. Sie gingen dann auf die erste Missionsreise. Nach Antalya kamen sie, also nach Perge, Antalya, Atalia in der Bibel. Sie kamen dann nach Perge und von dort reisten sie bis zum pisidischen Antiochia. Und von dort nach Ikonien, heute Konya, dann nach Lystra und dann nach Derbe und wieder zurück über Antiochia, über Antalya, zurück nach Antiochia am Orontes. Das war Südgalatien. Sie waren also auf der ersten Missionsreise in Südgalatien, hier noch die Abstände. Das pisidische Antiochia liegt etwa 200 Kilometer von Perge entfernt. Direkte Linie sind nicht ganz 200 auf Umweg und Paulus ging wahrscheinlich über Komana, Paulus und Barnabas über Komana nach zum pisidischen Antiochia heute bei Jalvac. Das sind circa 250 Kilometer. Es war also nicht gerade um die Ecke. Und das pisidische Antiochia liegt etwa 1100 Meter über dem Meeresspiegel, also sie mussten auch noch ganz schön steigen. Von pisidischen Antiochia bis Ikonien, heute Konya, eine 2-Millionen-Stadt, sind es 140 Kilometer in Richtung Südosten. Und von dort weiter nach Lystra sind es 30 Kilometer in Richtung Südwesten. Und dann weiter nach Derbe, 100 Kilometer in Richtung Südosten. Hier haben wir nochmals die römischen Straßen.
In der Gegend vom, also in Südgalatien, war es die Via Sebaste, die hier ab 6 vor Christus gebaut wurde. Das Straßennetz war schon weitgehend ausgebaut worden vom Pergamenischen Reich und dann vom Römischen Reich hier in der Provinz Asia im Osten der Türkei, in Kleinasien. Und anschließend wurde hier noch im Zentrum das Straßennetz weiter aufgebaut, so auch die Via Sebaste von Lystra und Konya und so weiter, dass Paulus weitgehend über gute Straßen reisen konnte. Er machte hier unten, finden wir Perge, etwa 16 Kilometer von Antalya entfernt, damals Attalia. Paulus ging wohl sehr wahrscheinlich nicht direkt hier in Richtung Norden zum pisidischen Antiochia. Das wären rund 190 Kilometer gewesen, sondern er reiste wohl hier über Kumama. Das war eine bessere Straße und eine sichere Straße, dann sind es aber etwa 250 Kilometer. Hier sehen wir nochmals die römischen Hauptstraßen. Also das heißt von Antalya, Perge reiste Paulus vielleicht möglicherweise über Komama zum pisidischen Antiochia. Ich spreche hier vom pisidischen Antiochia. In der Übersetzung heißt es manchmal Antiochia in Pisidien. Das ist nicht ganz richtig. Das ist ein Genitivus oder ein Akkusativus in diesem Fall. Akkusativum der Richtung, das heißt an der Grenze von Pisidien. Antiochia an der Grenze von Pisidien. Außerbiblische Autoren weisen darauf hin, dass dieses Antiochia an der Grenze zu Pisidien war und das wird so genannt, um es zum Beispiel vom Antiochia in Syrien oder vom Antiochia am Orontes zu unterscheiden. Hier finden wir ein Stück der Via Sebaste in Kleinasien, also über solche Straßen ist Paulus damals gereist. Das ist die moderne Straße von Perge nach Konya oder Ikonien. Man sehen kann, steigt es dann immer wieder. Und hier noch eine Übersicht über die zweite Missionsreise. Paulus reiste über die südgalatischen Gemeinde und reiste dann sicher nicht nach Nordgalatien. Wir schauen uns das noch etwas genauer an, sondern wollte zuerst mal in Richtung Ephesus, in Richtung Provinz Asia, wurde aber dann durch den Geist verhindert, wollte dann nach Bithynien gehen und wurde auch dort durch den Geist verhindert, kam an Mysien vorbei und gelangte dann nach Europa, nach Philippi. Hier habe ich versucht, gelb die richtige, wahrscheinlich richtige Route des Paulus und Silas auf der zweiten Missionsreise nachzuvollziehen. Paulus war demnach nicht hier oben in Nordgalatien, sondern er reiste vom pisidischen Antiochia weiter Richtung, wir gucken uns das gleich an, phrygische Hochlandschaft hier zwischen Hierapolis und dem pisidischen Antiochia und von hier Richtung wahrscheinlich über Pergamon dann nach Troas oder Alexandria Troas hier am Meer und von dort mit dem Schiff weiter über Samothrake nach Neapolis und heute Kabbala. Und dann von dort 14 Kilometer weiter über die römische Straße Via Ignatia nach Philippi. Das ist die dritte Missionsreise des Apostels Paulus. Auch hier reist Paulus wieder über die südgalatischen Gemeinden. Er hatte den Gläubigen in Ephesus versprochen, dass er wiederkommen würde. Auf der zweiten Missionsreise war Paulus
anderthalb Jahre in Korinth. Das war sehr wahrscheinlich vom Herbst 50 nach Christus bis zum Frühjahr 52 nach Christus. Und im Frühjahr 52 nach Christus reiste er dann über Ephesus zurück nach Jerusalem. Es war Paulus allgemein wichtig, an den Festen teilzunehmen in Jerusalem, wenn schon nicht am Passafest, dann zumindest am Pfingstfest. Paulus hatte also den gläubigen Ephesus versprochen, wiederzukommen. Er kommt dann wohl im Herbst 52 nach Christus nach Ephesus, bleibt dort drei ganze Jahre, reist dann weiter nach Troas und nach Makedonien und hat dann wohl in dieser Zeit das Evangelium verkündigt bis in die Provinz Illyricum, wie in Römer 15 schreibt, ab Vers 19, und bleibt dann wohl im Jahr 56 nach Christus in Makedonien und Umgebung, kommt bis nach Illyricum und bleibt dann im Winter 56, 57 in Korinth. Er schreibt in Griechenland, also Lukas schreibt in Apostelgeschichte 20, dass Paulus drei Monate dort bleibt und kehrt dann über Philippi, über Troas, über Milet zurück nach Israel, Jerusalem im Frühjahr 57 sehr wahrscheinlich. Hier noch ein bisschen genauer die dritte Missionsreise. Paulus ging ja den ganzen Abschnitt hier zu Fuß, knapp 50 Kilometer. Er brauchte offenbar etwas Ruhe. Und nachher hat er es dann aber doch etwas eilig, um rechtzeitig nach Jerusalem zu kommen, so im Frühjahr zum Fest im Jahr 57 sehr wahrscheinlich. Und darum hat er die Ältesten von Ephesus nach Milet bestellt. Das ist Zypern, Paphos-Ruinen von Zypern. Perge, das Römertor im Osten, Eingang von Perge. Daneben auf der rechten Seite ist das antike Bad, ein riesiges Bad mit verschiedenen Abteilungen, kalt, warm, wärmer, immer wärmer. Also sie hatten schon da wirklich riesige Bäder und viel gebaut. Man kann sagen, eine typische römische Stadt hier noch, am Eingang in Richtung Norden war das eine wichtige Stadt, noch sehr stark römisch geprägt, um diese Zeit wohl mit etwa 60.000 Einwohnern. Eine der Hauptstraßen, Cardo Decumanus und Cardo Maximus, das waren die Hauptstraßen hier mit Blick zum Westen zur Akropolis von Perge. Also was wir dort im Westen sehen, ist die Akropolis von Perge. Die Agora, der Marktplatz oder eigentlich ein öffentlicher Platz mit den Markthäusern rundherum, grundsätzlich allgemein. Hier ist die Agora nicht so groß wie zum Beispiel in Ephesus oder Korinth, aber doch relativ groß. Wir fahren weiter und kommen nach Jalvac. Bei Jalvac liegt das pisidische Antiochia auf einer Höhe von etwa 1100 Metern über dem Meeresspiegel. Man hat hier übrigens in der Antike schon eine Wasserleitung gebaut. Wir sehen die Berge dort. Von dort hat man eine Wasserleitung gebaut bis zur Akropolis vom pisidischen Antiochia. Das ist der Eingang beim Westtor zum pisidischen Antiochia zur Akropolis. Hier sehen wir das Westtor und dann die Akropolis. Der Augustus-Tempel vom pisidischen Antiochia. Überreste der Wasserleitung. Man staunt, was die alles gebaut haben, schon in der Antike. Das ist das Fundament der antiken Synagoge. Später wurde daraus die Pauluskirche. Es ist wahrscheinlich, dass Paulus hier das Evangelium verkündigt hat, zusammen mit Barnabas.
sind etwa 150 Meter vom Theater entfernt. Ganz nahe von hier befindet sich das antike Theater, dieses ja, erstaunlich anderswo. Kann man sehen, dass das Theater zum Beispiel direkt oder das Gymnasium direkt neben der Synagoge liegt, zum Beispiel in Sardes. Da haben wir die riesige Synagoge, die größte der Antike, die bezeugt ist, und daneben ein großes Gymnasium der Antike. Wir reisen weiter von pisidischen Antiochia nach Ikonien, heute Konya. Und reisen an diesem wunderschönen Meer vorbei. Hier haben wir allerdings die Sicht in umgekehrter Richtung, nämlich in Richtung Westen. Dort links sehen wir noch ein höheres Gebirge. Das ist das phrygische Hochland, wo Paulus denn nicht gerade über die höchsten Berge sicher gereist ist, aber doch über die phrygische, das phrygische Hochland ist er weitergereist zum Westen hin. Bis Konya, ein Mausoleum von einem wichtigen Führer im Islam, das bis heute hier steht und verehrt wird. Konya ist überhaupt heute sehr muslimisch geprägt. Ja, ich würde sagen, eine der türkischen Städte, die am stärksten muslimisch geprägt sind. Das ist die Gegend von Derbe. Man sieht, da ist noch kaum was ausgegraben. Hier müsste noch viel ausgegraben werden, wie auch in Lystra. Also ein Ruinenhügel, der noch auszugraben ist. Dann die Frage, ob Paulus im Norden von Galatien war, in Nordgalatien, wird oft behauptet. Ich meine aber nein, wenn wir genau die Route anschauen, dann kann Paulus kaum in Nordgalatien gewesen sein. Das heißt, er durchzog Phrygien und das galatische Land in Apostelgeschichte 6 in Vers 6. Und dann nicht, weil er gehindert wurde vom Heiligen Geist, sondern wobei er gehindert wurde. So müsste man hier treffend übersetzen. Das Wort in Asia, in der Provinz Asia, also in Ephesus, zu verkündigen. Das heißt, Paulus durchzieht erst phrygisch-galatisches Gebiet. Im Griechischen steht nur einmal der Artikel. Phrygia wird zum Teil auch als Adjektiv verstanden. Deswegen ist die Übersetzung in der Hinsicht auch richtig, wenn man sagt, das phrygisch-galatische Gebiet, das ist sicher so gemeint. Ob jetzt Phrygia als Adjektiv zu verstehen ist oder als Nomen, ist eine andere Frage. Aber es gibt außerbiblische Zeugnisse dafür, dass man Phrygia also auch als Adjektiv verstehen kann. Und von daher kann man hier richtig, sinngemäß auf jeden Fall richtig übersetzen, das phrygisch-galatische Gebiet. Und dann wird Paulus verhindert, das Wort in Asia, also in Richtung Ephesus zu bringen und geht dann Richtung Norden. Und als sie an Mysien herangekommen waren, versuchten sie in Bithynien hineinzureisen nach rechts, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Sie aber zogen an Mysien entlang und stiegen hinab nach Troas. Ja, das macht absolut Sinn. Sie reisen also zuerst mal über das phrygisch-galatische Gebiet. Das ist die Region von Phrygien, die sich dort überschneidet mit der Provinz Galatia. Das ist westlich vom pisidischen Antiochia. Sie reisen also Richtung Westen, und die phrygische Landschaft befindet sich dort im Westen bis hin nach Hierapolis. Hierapolis liegt am Rand der phrygischen Hochlandschaft. Ähnlich in Apostelgeschichte 18, Vers 9, 23. Und als er einige Zeit dort zugebracht hatte, in Antiochia Morontes, reiste er ab und durchzog der Reihe nach das galatisch-phrygische Land. Hier das galatische-phrygische Land, auch wieder als sogenannter Hendia Duoin, das heißt, der Artikel steht nur einmal, es ist ein Ausdruck gemeint, eine Einheit. Das ist die Region, wo sich die Provinz Galatien mit der Landschaft Phrygien überschneidet. Also etwa in der Gegend vom pisidischen Antiochia, dort Richtung Westen. Paulus durchzieht wiederum dieses Gebiet und kommt dann hinab nach Ephesus.
Wenn man hier weiterreist vom pisidischen Antiochia nach Hierapolis, kommt man an diesem wunderschönen See vorbei, also wunderschöne Landschaften, ja, die Paulus damals vielleicht noch mehr genießen konnte, als wir das heute tun, wenn wir mit dem Bus da entlang fahren. Aber es ist auf jeden Fall schön, obwohl es natürlich dann auch nicht ungefährlich war. Das ist die phrygische Hochlandschaft auf einer Höhe von etwa 150 Meter über dem Meeresspiegel. Dieses Foto habe ich mal im Ende Februar gemacht. Wir mussten sogar Ketten anlegen, den Bus Ketten anlegen, als wir von Hierapolis hochgefahren sind auf die phrygische Hochebene. Die Berge da herum, die sind über 3000 Meter hoch über dem Meeresspiegel. Das ist also die Region, über die Paulus kam in Richtung Ephesus. Kurz vor Hierapolis kommt man dann hinab. Hierapolis, Laodicea und Kolossae liegen dann nahe beieinander und von dort, von Laodicea, sind es noch ca. 170 Kilometer bis Ephesus. Das ist aber eine Ebene, eine Talebene am Fluss entlang. Hier nochmals die römischen Straßen, Kleinasien. Paulus reist also etwa hier weiter über das phrygische Gebiet. Hier. Und kommt dann schlussendlich nach Ephesus. Hier nochmals die Straßen, hier diese Talebene entlang von Laodicea oder Hierapolis und Kolossae, alle nahe beieinander, etwa 12 bis 15 Kilometer entfernt, bis nach Ephesus. Das sind dann nochmals von Laodicea 170 Kilometer. Ja, von dort ging es dann auf der zweiten Missionsreise weiter und am Schluss auch auf der dritten Missionsreise weiter nach Makedonien über die Via Ignatia. Die wurde zwischen 146 und 120 vor Christus gebaut, hat eine Länge von 806 Kilometer, führt quer durch Mazedonien bis zum Osten von bis zum Westen von Griechenland und von dort kann man das Schiff nehmen und dann über die Via Appia nach Rom gelangen. Die römischen Hauptstraßen nochmals, also das hatten wir schon. Wir sind jetzt in Ephesus, das ist die riesige untere Agora. Die Celsus-Bibliothek im Norden, dort irgendwo war wahrscheinlich auch die Schule, in der Paulus über 2 Jahre lang unterrichtet hat. Bei dieser Celsius-Bibliothek im Norden der Agora und da, wo wir uns jetzt befinden mit dem Foto, also wo wir stehen, um das, ja, ich sage mal so, wo ich gestanden bin, um das Foto zu machen, das ist etwa beim Theater. Das ist beim Theater, da, wo dann die ganze Menge zusammengetrommelt wurde, um gegen Paulus 2 Stunden lang auszurufen: Groß ist die Diana der Epheser. Wir fahren 70 Kilometer weiter von Ephesus und sind in Milet. Es ist ein großes Theater, sehr beeindruckend, nicht so groß wie in Ephesus. Das von Ephesus hat 24.500 Plätze, ein sehr großes Theater. Das ist hier schon kleiner, aber ist doch sehr beeindruckend mit der Inschrift, die wir hier lesen können. Etwa, ich meine, in der 6. Reihe von vorne, die Inschrift heißt: den Juden, die auch Gottesfürchtige sind. Frage ist, ob hier gemeint ist den Juden und auch den Gottesfürchtigen. Das ist eine mögliche Deutung, aber wörtlich heißt es etwa den Juden, die auch Gottesfürchtige sind. Also das heißt, auch Juden hatten hier Platz reserviert in dem Theater. Dann die Reise nach Rom über Melite, so heißt es im griechischen Text. Die Frage ist, ob mit Melite Malta gemeint ist oder Kefalenia. Kefalenia war eine Insel hier westlich von Griechenland. Demnach würde die Route zuerst mal hier gehen im Sturm und dann nach Rom. Auf jeden Fall kommt Paulus über Kreta, das ist der Schönhafen von Kreta, vorbei
in Richtung Rom, Milete. Eben die Frage ist, ob Malta gemeint ist. Hier haben wir Malta oder Kefalenia. Das Schiff, auf dem Paulus dann weiterreist, ist, hat die Dioskuren als Bild. Das ist Castor und Pollux, sind Zwillingsgötter. Hat Paulus nicht davon abgehalten, mit dem Schiff weiterzureisen. Und er kommt so schlussendlich über Syrakus, Regium, Puteoli, Apiforum und Tres Tabernas nach Rom. Das ist die Via Appia vor Rom, Meilenstein der Via Appia. Und so kommt Paulus nach Rom. Hier wird die Mietwohnung des Apostels Paulus gezeichnet, unweit vom Tiber entfernt. Es ist die große Synagoge von Rom, das antike Prätorium, das wahrscheinlich in Philippa 1,13 genannt wird, wo also es hier nicht einfach ein Gebäude, sondern das römische Militär war hier. Paulus sagt im ganzen Prätorium, das heißt hier nicht in einem Gebäude, sondern im Militär ist bekannt, dass ich die Ketten für Christus trage. Die Kuria, also das Rathaus kann man sagen, neben dem Forum Romanum in Rom. Ja, hier noch die Übersicht. Wir haben hier links den Petrusdom, ganz links, ziemlich weit oben, da beim Tiber hier, die sogenannte Engelsburg, das Mausoleum oder die Grabstätte von Kaiser Hadrian, war erst 139 fertig, 138 starb Kaiser Hadrian. Und hier haben wir die Mietwohnung von Paulus in dieser Region. Wir haben hier das Zentrum mit dem Kolosseum, der Circus Maximus von Rom. Hier das ganze politische Zentrum von Rom und das Prätorium, die Prätorium Castro Petro, also das ganze Prätorium, Castro Pretorio, hier im Nordosten dieser Karte, also weiter entfernt, wo damals das römische Militär stationiert war. Das ist diese Übersicht von Rom und damit kommen wir zum Schluss. Paulus war hier möglicherweise 2 Jahre lang in einer Mietwohnung. Die Apostelgeschichte endet mit diesen 2 Jahren. Jeder weiß, dass Paulus demnächst frei, auf freiem Fuß sein wird, so auch Paulus schon im Philipperbrief, obwohl er zuerst damit rechnet, dass er demnächst auch hingerichtet werden könnte. Aber dann ist er überzeugt, dass er freigelassen werden würde. Er war römischer Bürger. Die Juden sind sicher nicht nach Rom gekommen, um Paulus dort vor dem Kaiser anzuklagen. Und so wurde Paulus dann ohne großen Prozess nach den 2 Jahren freigelassen. Vielen Dank fürs Dabeisein.